Mein Name ist Beth, ich bin von der Umweltgewerkschaft und ich möchte euch heute stellvertreten für Frank Binder. Das ist ein Mitglied unserer Umweltgewerkschaft auf dem Bundesvorstand, der gesundheitlich verhindert ist. Ein Grußwort vorlesen, da ich das heute Morgen erst gekriegt habe, konnte ich mich nicht anders vorbereiten als vorlesen. Hallo liebe Mitkämpferinnen und Mitkämpfer. Die meisten von euch würden jetzt erwarten, dass ich damit anfange, dass ich mich freue, dass auch dieses Jahr wieder ein March against Monsanto oder wie er dieses Jahr heißt, der Terra Viva March stattfindet. Aber das ist Quatsch, denn es stimmt nicht. Ich würde mich darüber freuen, wenn es keinen Grund mehr gäbe, gegen Monsanto und Syngenta, Bayer und Co. auf die Straße zu gehen. Aber die großen Saatgut- und Agrarchemie- und Gentechnikkonzerne bieten immer mehr und neue Gründe zu Protest und Widerstand. Patent auf Saatgut, ich habe darüber letztes Jahr gesprochen. Gentechnik, der ganze Schwindel um die Zulassungsverfahren zu Herbiziden und Pestiziden, insbesondere zu Glyphosat. Oder die geplante Fusion von Bayer und Monsanto. Also ich sage es einmal so. Ich freue mich, dass wir hier und heute wieder die Gelegenheit haben, unser Wut freien Lauf zu lassen. Zuerst hielt ich es für einen schlechten Scherz. Bayer will Monsanto übernehmen. Die deutschen Konzerne BASF und Bayer wollen beide den US-Saatgutriesen Monsanto übernehmen. Zurzeit sieht es so aus, dass Bayer den Zuschlag erhält. Aber egal welcher von den beiden Konzernen zum Zuge kommt, es würde ein neuer Riese in der Branche entstehen, nachdem der Schweizer Konzern Syngenta von ChemChina übernommen wurde und im Dezember letzten Jahres Dow Chemical und DuPont fusionierten. Die gesamte Welternährung würde in Abhängigkeit dieser drei Konzernverbunde geraten. Der Zusammenschluss einer der beiden deutschen Chemiegiganten würde mich irgendwie an die IG Farben erinnern. Damals ein Konzern, der maßgeblich an den Kriegsgräueln und den Holocaust beteiligt war. Künftig ein Konzern, der vom Hunger profitieren würde. Damals wie heute, aber eigentlich wollte ich etwas zu diesem ganzen Glyphosat-Zulassungsschwindel erzählen. Die letzte offizielle EU-Zulassung für das Herbizid wurde im Jahr 2002 erteilt und hatte bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres Gültigkeit. Danach hätte eine neue Genehmigung erteilt werden müssen. Wurde aber nicht. Und dennoch wird Glyphosat weiter vertrieben und verwendet. Trotz aller Warnungen über die Gesundheitsrisiken, die der Stoff in sich birgt. Unter anderem ein, in Anführungszeichen, wahrscheinlich erhöhtes Krebsrisiko. Die Anführungszeichen muss ich hier setzen und einer Strafverfolgung wegen bewusst falsche und grob fahrlässige Behauptung nicht bewiesener Tatsachen zu umgehen. Also lasse ich mal die Anführungszeichen stehen. Warum ist Glyphosat weiter frei erhältlich, obwohl die Zulassung eigentlich abgelaufen ist? Weil die Agrarchemiekonzerne Zeit brauchen, um Gutachten und Studien zu erstellen, dass Glyphosat wahrscheinlich, diesmal ohne Anführungszeichen, nicht krebserregend ist. Solche Studien zu erstellen dauert natürlich. Das war bis zum 31.12. natürlich nicht zu schaffen. Außerdem mussten diese Studien ja auch noch den zuständigen Ministerialbeamten zugänglich gemacht werden. Da mussten sich die armen Lobbyisten ganz schön die Füße wund laufen, um die Studien in den einzelnen Ministerien und Entscheidungsgremien zu verteilen. Und die armen Staatssekretäre und Ministerialbeamten mussten die Studien ja auch noch lesen. Immerhin brauchen sie nicht noch zu bewerten, das haben Monsanto und Co. schon selbst getan. Aus diesen Gründen hieß es dann auch in der EU-Durchführungsverordnung vom 20. Oktober des letzten Jahres, da sich die Bewertung der Wirkstoffe aus Gründen verzögert hat, auf die die Antragsteller keinen Einfluss hatten, wird die Genehmigung der Wirkstoffe wahrscheinlich auslaufen, bevor eine Entscheidung über ihre Erneuerung getroffen werden kann. Es ist somit erforderlich, die Laufzeit ihrer Genehmigung zu verlängern. Das ist jetzt keine Satire. Damit muss man ja sowieso vorsichtig sein. Obwohl mit Monsanto hat Erdogan, glaube ich, nichts zu tun. Also wie gesagt, das ist kein satirischer Text, das ist die offizielle Begründung der EU. Für mich mutet das Ganze wie ein TTIP-Trainingslager an. Stichwort regulatorische Kooperation. Finde ich gut, dass die Konzerne schon mal ihre Staatssekretäre trainieren. Aber zurück zum Thema. Spätestens letzten Monat hätte die Entscheidung über eine erneute Zulassung von Glyphosat fallen müssen. Aber es ist nur ein einziges Hin und Her.
Auf jedes Gutachten der Glyphosat-Gegner erfolgt ein Gegengutachten. Ein Spiel auf Zeit. Und das Herbizid wird immer weiter eingesetzt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung spielt die Gefahren bewusst herunter. Hinweise auf die krebserregende Wirkung von Glyphosat werden gezielt verschwiegen. Im März letzten Jahres hat die Internationale Agentur für Krebsforschung und die Weltgesundheitsorganisation WHO den Stoff als, wieder in Anführungszeichen, wahrscheinlich krebserregend eingestuft. In den Jahren 2000 bis 2009 hat sich die Krebsrate bei Kindern in ländlichen Regionen Lateinamerikas, in denen Roundup, dessen Hauptbestandteil Glyphosat ist, nahezu flächendeckend per Flugzeug versprüht wird, verdreifacht. Die Rate der Fehlgeburten und Fehlbildungen stieg nahezu um das Vierfache an. In Ecuador wurde ein erhöhter Grad an DNA-Schäden festgestellt bei Personen, die häufig in Kontakt mit Glyphosat-Verbindungen stehen. Lateinamerika ist weit weg. Die Bilder der Kinder mit Fehlbildungen sind unseren EU- und Bundespolitikern nicht so präsent. Da fällt es leicht, die Augen zu verschließen. Doch dann kam es ans Licht. Glyphosat im Bier. Jetzt haben wir Monsanto, Bayer und Co. bei den Eiern. Die können alles machen, aber nicht an unserem Reinheitsgebot rumfuschen. Und schon gar nicht zum 500-jährigen Jubiläum. Aber leider, nicht mal mehr auf die trinkfesten CSU-Politiker ist heute mehr Verlass. Wahrscheinlich ist Landwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU gar kein richtiger Bayer. Oder doch, vielleicht ein Bayer Leverkusen? Zumindest erklärte er im ARD-Morgenmagazin, man müsse schon täglich 1000 Liter Bier trinken, damit die gefundenen Glyphosatwerte gesundheitsschädlich seien. Das würden nicht mal die Bayern schaffen. Auf jeden Fall ist Schmidt für eine weitere Zulassung des Herbizids. Da spielt es auch keine Rolle, dass in der EU, anders als in den USA, immer noch das Vorsorgeprinzip gilt. Demnach muss der Hersteller den Nachweis erbringen, dass ein auf den Markt zu bringender Stoff keine Gefährdung für Gesundheit und Umwelt darstellt. Bei dem jetzigen Zulassungs-Hickhack wird die Beweislast zugunsten der Konzerne umgekehrt. Jetzt müssen wir, die Verbraucher, nachweisen, dass von dem Stoff eine Gefährdung ausgeht. Auch ein kleiner Vorgeschmack auf TTIP. Um zum Schluss noch einmal deutlich zu machen, um was es hier geht. Was wahrscheinlich krebserregend bedeutet, möchte ich an den Stoff Asbest erinnern. Jahrelang wurde Asbest als die Wunderfaser für Baustoffe gefeiert, bis sich nach vielen Jahren herausgestellt hat, dass Asbest im höchsten Maße krebserregend war. Unzählige Menschen starben an Krebs, verursacht durch Asbestfasern. Als Asbest auf den Markt kam, war die Forschung noch nicht so weit, um die Gefährdung durch den Stoff eindeutig einzuordnen. Auch wenn heute beide Seiten in ihren Studien zu Glyphosat von wahrscheinlich krebserregend oder wahrscheinlich nicht krebserregend sprechen, also keine von beiden Seiten absolut sicher ist, sollte nicht der gleiche Fehler noch einmal gemacht werden. Nach unzähligen Asbesttoten brauchen wir nicht auch noch Glyphosat-Tote. Bravo. Wer sich jetzt noch näher mit dem Thema Glyphosat beschäftigen möchte, den möchte ich auf meinen Artikel Glyphosat, gefälschte Studien, Zulassungsschwindel vom November 2015 hinweisen. Veröffentlicht auf Umweltgewerkschaft.org unter dem Reiter Themen Ernährung. Also Schluss mit dem ganzen Zulassungshickhack. Glyphosat jetzt stoppen. Zeigen wir den Konzernen und Politikern, die für weitere Zulassungen sind, dass wir den längeren Atem haben. Ich wünsche uns allen viel Erfolg bei unserem Protest gegen die verantwortungslosen Agrarchemienkonzerne. Mit schönen Grüßen, euer Frank Binder. Danke, Ben.